Was ist das für eine Verarsche? Ist das die Steak-Spendemaschine oder what the fuck? Nur mal so, damit ihr euch vorstellen könnt, wie laut die Musik normalerweise ist. Das hier sind 15% der maximalen Lautstärke. Ich will das nicht höher stellen, weil ansonsten fallen mir spätestens im Spiel die Ohren aus. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu Viscera Cleanup Details Santa's Rampage. Ein weiteres Spiel mit einem unfassbar langen Namen, wo ich mich auch mehrfach verhaspelt habe, ob man es glaubt oder nicht. Wenn alles so läuft, wie es geplant ist, dann kommt dieses Video am 26. raus. Was heißt, dass Weihnachten schon mehr oder weniger vorbei ist, so schnell kann es gehen. Und irgendjemand muss den Müll rausbringen. Und ich meine jetzt nicht den Müll, der sich beim Auspacken der diversen Geschenke ergibt, die man so bekommt, sondern der Müll, den Santa angerichtet hat. Denn anscheinend ist Santa ziemlich ausgerastet und hat alle seine Elfen abgeschlachtet. Und jetzt gehe ich da rein und mache das sauber. Es ist ein 1,50 € Spiel auf Steam, also fuck it, richtig? Und ich werde nicht alles sauber machen, weil ich habe das gesehen. Das dauert Ewigkeiten, geschätzt. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich mehr Chaos machen, als ich sauber mache, aber fuck it. Solo. Okay, Save-File. Keine Ahnung. Cleanup, Santa's Workshop, Game Rules, Start Work. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das glaube ich eher auf Multiplayer ausgelegt. Aber fuck it, ich gehe jetzt da rein und mache sauber. Denn mein Sinn im Leben ist es, hinter anderen Leuten herzuräumen. Und so, Name Peffern. Habe ich selbst eingegeben. Age 26, das ist bis nur ungefähr 5 Jahre zu viel. Occupation Sanitation Professional, also ich bin der professionelle Hausmeister quasi. Und ich soll das hier sauber machen. Das ist im Prinzip was hier drin steht, weil Santa ist ziemlich ausgerastet. Anscheinend die ganzen Wünsche der Kinder haben ihn mehr oder weniger in den Suff getrieben und er hat hier drin alles umgebracht. Was, das ist schon Blut auf dem Boden. Das nur mal so. Das wird großartig. Und die Musik ist so nice. Weihnachten in your face. Guck mal an, wie es hier drin aussieht. Der Typ, ne? Er hat sie alle getötet. Er hat sie alle umgebracht. Warum gehe ich hier rein? Selbst wenn ich genau weiß, dass... Ich meine, dass alle Elfen tot sind, aber... Es besteht auch noch die Gefahr, dass er mich umbringt. Zählt das rein. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um, bevor ich weitermache. Hier drin ist sein ganzer Alkohol und seine Geschenke. Die Briefe, die ihn in den Wahnsinn getrieben haben. Dear Santa Claus. Aua. It was my birthday Friday. Mommy got me only 23 presents. Mama hat mir nur 23 Geschenke gekauft. Und ein Soccer Field Cake. Ich hasse sie. Ich sagte, du wärst besser. Ah ja, ich will 23 Steak Pies, 12 Ice Creams, 18 Trays of Reindeer Chocolate. Okay, ich kann nachvollziehen, warum er so durchgedreht ist. Der Typ heißt Stevie Chubbs. Nice. Aha. Ich werde das nicht alles lesen, das wäre ja wahnsinnig. Da ist TNT. Ich muss irgendwo anfangen. Ich muss Zeug entsorgen. Ich schätze mal, das mache ich im Ofen. Und ich muss Wasser einmal holen. Das ist, glaube ich, hier. Ne? Warte mal, kann ich irgendwie... Okay, ich kann Hände haben. So, genau, da kriege ich Wasser einmal her. Ich habe keine Ahnung, kann ich dich zum Beispiel... Jetzt nur mal so, es tut mir leid, Billy Bob, aber funktioniert das? Es funktioniert überraschend, nee, es funktioniert überhaupt nicht. Wie werde ich die los? Ich mache es nur noch schlimmer, hi. Mein Name ist Billy und ich habe Santa nicht gut gedient. Wie werde ich die los? Boah, die Musik, ne? Ich meine, sie ist cool, aber sie ist laut. Kann ich eigentlich... Shut the fuck up. Jetzt ist es zu still. Kann ich... Ah, ich kann... So besser? So ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ice Cold Banger. Nice. Wie entsorge ich die? Ach so. Dafür gibt es auch eine Maschine. Wenn man das jetzt noch nie gespielt hat, wahrscheinlich schon. Ich mache es nur noch schlimmer mit den ganzen Fußabdrücken, ne? Ich bin neu im Job. Bitte habt Mitleid. Okay. Biohazard. Da packe ich quasi das ganze Zeug rein, was ich dann anschließend entsorge. Ich werde das, wie gesagt, nicht alles aufräumen. Das dauert ewig. Keine Ahnung. Ich mache es halt, solange es Spaß macht. Noch ist es lustig. So. Dann du da rein... Finde ich fast ein bisschen schlecht dabei, aber fuck it, was ist das da? Impy Tiny Toes. Ach, ist das sein, wie sein USB-Stick oder was? Sein Dog-Tag. Der hat die komplett zerstückelt. Wie sehr ist der Typ hier drin ausgerastet? Ich will das gar nicht sehen, das könnte ein Horrorfilm sein. Irgendwie so, stell mir vor, so ein Horrorfilm mit einem bösartigen Santa. Das wäre voll geil. So ein richtig kranker Santa, der sie alle tötet. Sowas gibt's garantiert schon. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der sich das ausgedacht hat. Perkin Snotsalot. Diese Namen, ne? Wow. Okay, cool. Dann dein Bein. Dein Bein. Bitteschön. Da hast du, dann hier. Und so. Dann so. Und so. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Kram? Soll ich das irgendwo hinstellen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja nicht da reinlassen. Da gibt es ja nur Disposal Bins her. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Dinger hinmachen soll. Wurstfest 93. Hands off. Republic Bahamas. Bananas. Wow.
Soll ich das einfach irgendwo stehen lassen? Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, okay? Ich weiß es nicht. Ich brauche einen neuen für den Eingangsbereich. Wir machen das systematisch. So wird mir das in der Ausbildung zum Top-Hausmeister beigebracht. Und so. Das ist, by the way, da liegt eine fucking Schrotkugel. Ernsthaft? Eine Schrotkugel, also eine Schrottpatrone, meine ich. Wow. Ist der, der hat hier wirklich Punch-O-Matic, was? Please swipe your card and pull the crank. Ich habe keine Karte. Activate. Punch out. Has your janitorial work here met the requirements of the company as well as your own high personal standard? Ach so, es ist quasi, wenn ich gehen will, oder was? I don't care. No, I'm not done yet. I was just checking the machine. Ich bin noch nicht fertig. Okay, cool. Das heißt, wenn ich fertig bin, kann ich das quasi machen. Dann wird irgendwie bewertet, wie gut ich war. Ich krieg wahrscheinlich, keine Ahnung. So. In einem Notensystem von 1 bis 6 kriege ich wahrscheinlich eine 7. So, rein da mit dir. Dann. Okay, das reicht. Dann so. Nice. Alles schön sauber. Zieh das rein. So muss das. Nice. Ist alles wieder schön. Man sieht gar nicht, was hier vorgefallen ist, bis man sich umdreht. Dann hier, 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 hier. Hier ein bisschen. Dann hier ist noch ein bisschen fleckig. Das ist... Warum macht das Spaß, bitte? Ich weiß auch nicht, warum. Aber es macht... Da liegt noch eine Schrotpatrone. Haben wir gleich. Warum macht das Spaß? Ich habe gerade irgendwie Spaß. Und ich weiß selber nicht, warum. Ich bin irritiert. Kann das jemand beschreiben, warum? Warum hängt da eine Waffe an der Wand? Was mache ich mit vollen Wassereimern? Also verbrennen geht nicht. Einfach verbrennen und weg geht nicht. Halt das wieder hinstellen und gucken, was... Von allen Dingen, die hätten passieren können, ist der Wassereimer voller Blut weggeflogen. Was dazu führte, dass der Boden nur noch schmutziger wurde. Consuela nicht sehr erfreut sein. Wir brauchen mehr Zitrus rein. Ja, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Ich bin doch gar nicht da reingelaufen. Wow. Von allen Dingen, die hätten passieren können, passiert das, ne? Der Eimer bringt nichts mehr, ne? Ich drücke immer rechten Mausklick, verdammt nochmal. Ich habe ihn ausgeschüttet. Jedes Mal. Warum drücke ich immer rechte Maustaste, wenn ich was aufheben will? Was? Was ist das für eine Verarsche? Ist das die Steak-Spendemaschine oder what the fuck? Da kam gerade keine Ahnung, was das ist und ein fucking Bein raus. Scheiße. Was zum Teufel? Ich kann gerade hinter mir wieder herräumen. Warum gibt es die Funktion überhaupt, mit rechtem Mausklick zuzuschlagen? Man hätte doch damit rechnen müssen, dass das niemand richtig hinkriegt. Die Leute denken nicht an mich. Dieser Moment, wenn die Musik so festlich ist, dass selbst, keine Ahnung, was das sind, USB-Sticks in Feiertagsstimmung sind und wild auf und abspringen, weil sie sich fragen, was sie geschenkt kriegen. Fun Fact, sie kriegen gar nichts, weil Weihnachten schon vorbei ist. An dem Punkt. So, dann hier liegt einfach noch ein Stück Fleisch rum. Keine Ahnung, wie das hier hingekommen ist. Kann ich mir nicht erklären. Okay. Tada! So langsam wird es hier echt sauber, ne? Es ist krass. Es geht vielleicht doch schneller, als ich dachte. Vielleicht spiele ich das doch ganz durch. Entschuldigung, Mr. Santa, sind Sie gerade verhindert? Ah ja, stimmt. Hab ja vergessen. Er hat sie alle umgebracht und ist abgehauen. Ich musste mir fragen, um in sein blödes Büro zu kommen. Früher, der Typ ist ein furchtbarer Chef gewesen. Also ich weiß noch, das ist jetzt, bei uns Hausmeister nennt man das, Smalltalk. Früher war das so, ich musste hinter... Das habe ich vorher nicht gesehen. Cool. Ich musste hinter ihm herräumen in seinem blöden Workshop. Und der Typ ist einfach so furchtbar unaufgeräumt. Zieh das rein. Das alles hier ist quasi ein Zeitzeuge davon, wie unaufgeräumt der Typ ist. Es ist furchtbar. Und für den zu arbeiten, ist echt nicht easy. Das muss einfach mal gesagt werden. Das ist ein furchtbarer Chef. Furchtbar schlechte Bezahlung. Und ich werde jetzt einen Teufel tun, das Ding schon wieder umzuschmeißen. Furchtbar schlechte Bezahlung. Du kriegst einfach quasi nicht das, was du tust. Also, keine Ahnung. Es fühlt sich nicht so an, als ob du was getan hast. Aber mein inneres Calling ist es quasi, hier sauber zu machen. Deswegen tue ich das. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dafür gut bezahlt werde. Das ist einfach so, weil ich es tun muss. Ansonsten leide ich. Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch eine Fußspur. Dann auf dem Tisch. Ich will das nicht machen. Ich schub's gleich also. Mistakes were made. Scheiße. Fucking TNT. Ich bin kurz davor, es ins Feuer zu werfen, ne? Ich glaube, ich werfe das gleich ins Feuer rein. Fuck it. Scheiß auf aufräumen. La 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 la. Zum Glück ist die Musik so beruhigend. Das klingt, als ob ich irgendwie gegen einen bösen Santa als Endkampf antreten muss. So klingt das ein bisschen. Warum hinterlasse ich schon wieder Spuren? Warum? Wo bin ich reingelaufen? Wo? Ist das dein Ernst jetzt? Wo laufe ich rein? Jetzt ist es weg.
Wo bin ich reingelaufen, dass ich Spuren hinterlasse? Ich hätte fast das Ding umgeschmissen. Da ist eine riesige Blutlache, vielleicht war es das. Hier ist noch eine Spur, dann. Sorry, wollte ich nicht. Hier. Ich sehe gar nichts, ne? Ich weiß nicht, wo noch blutig ist und wo nicht. Ich räume einfach mal, ich mache einfach mal überall so ein bisschen hier. Dann, da ist eine Spur von mir. Hier. Hier oben sieht es schön aus. Richtig einladend. Freitag, der 13. Santa Edition. Santas neue Top-Spielzeuge sind Schrotgewehre. Und, keine Ahnung, Maschinengewehre, also hier, Sturmgewehre. Und das ist keine Software oder sowas, ne? Das Ding sieht aus wie echt. Mit einem Skin sogar, der ist bestimmt legendär und selten, der war in der Kiste drin. Ah ja, das ist also, was Santa so macht. Er ist von, ich baue Spielzeug, zu, ich baue Waffen des Untergangs und des Todes gegangen. Putzen ist meine Berufung und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn ich hier alles vom Blut gereinigt habe, gehe ich. Also ich habe dann, oh, es ist schon wieder voll. Ich glaube, ich habe dann danach nicht noch wirklich Lust. Ich habe wieder Spuren, richtig? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe dann danach nicht noch Lust, die ganzen Körperteile einzusammeln, weil es ist halt echt arg stumpfsinnig. Also wirklich. Es ist halt dumm. Das alles, was es ist. Eventuell sollte ich meinen Eimerhaushalt überdenken. Gleichzeitig denke ich mir, why though? Ich glaube, ich hole mir einen neuen. Ich hole mir einen neuen für das da hinten, weil es ist, oh cool, die FPS. Das wird... Warum kommt aus meiner Maschine, warum kommen da Körperteile aus meiner Maschine raus? Das macht absolut keinen Sinn. Ich hätte hier eine Erklärung und einen Kontext dafür. Dankeschön. Verdammt nochmal. So, hier, dann zurückwechseln. Sauber, so sauber wie es geht. Dann das hier, zurückwechseln, mitkommen. Du kommst jetzt mit dahinter und wir machen da hinten sauber. Das ist der Plan, Mr. Eimer. Du bist mein allerbester, guck mal, wie es hier drin aussieht. Du bist mein allerbester Top-Freund. Oh Gott, es ist mein alter Freund Joe. Wir waren erst letzten Monat was trinken. In der Elfenbar zum Nordpol hieß der Laden, richtig? Ich verwechsel das nicht mit dem anderen zum Südpol. Es war der Nordpol. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich werde hier langsam wahnsinnig, ne? Alles, was ich mache. Was ist das für ein Bild? Ist das zur Motivation der Elfen? If you know what I mean. Toll, ich habe überall Fußabdrücke hinterlassen. Warum mache ich das noch an dem Punkt? Ich glaube, ich mache das echt nur noch, weil ich sauber machen will. Ich glaube, das Spiel hat mich. Schickt Hilfe. Umgehend. Boah, dieser ganze Müll hier. Wie sieht's denn hier aus? Wie kann man seinen Workshop so kaputt machen? Das frage ich mich gerade ein bisschen. So viele Waffen hat er ja auch nicht. Das sieht aus, als hätte er hier einen Raketenwerfer abgefeuert. Eine fucking Atombombe gedroppt. Das, keine Ahnung. Guck dir das mal an. Das sieht doch nicht aus wie jemand, der um sich geschossen hat. Das, wow. Das ist viel mehr als das. Und ich mach's nur noch dreckiger. Cool. Das sieht einfach aus, als wäre hier drin eine Bombe hochgegangen. Ich glaube, Santa ist unschuldig. Keine Ahnung, was denn passiert ist. Vielleicht haben sie irgendwie eine neue Rezeptur ausgebildet für die Weihnachtscookies und es hat einfach Bumm gemacht. Mein Eimer ist voll. Ah, ich brauche schon wieder einen neuen. Das ist furchtbar und ich hinterlasse jetzt Fußspuren, weil ich durchgelaufen bin. Der Struggle ist so real. Meine Damen und Herren, liebe Kunden und Käufer und Investoren von Stefan macht sauber. GmbH, KKG, AG, Einzelfirma. Sehen Sie nun, wie Santas Workshop komplett gereinigt wurde. Bitte ignorieren Sie jeglichen Abfall auf dem Boden und tun Sie mir einen Gefallen und drehen sich nicht um, denn dort unten liegt immer noch einiges rum. Unsere Firma war in der gegebenen Zeit nicht in der Lage, dies aufzuräumen. Nun, aufgrund der Tatsache, dass ich seit 30 Minuten nichts anderes gemacht habe als diesen Schwachsinn, werde ich nun dieses blöde TNT in den Ofen stecken und hoffen, dass es dann vorbei ist. So, komm her. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Ich habe mich nur zurückgehalten. Ich hatte das schon wieder Fußball, natürlich nicht. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Was passiert, wenn ich das mache? Irgendwas? Ich habe das umgeschmissen. Scheißegal, an dem Punkt ist es mir wurscht. Ich gehe gleich. Ich hab's kaputt gemacht. Habe ich das Feuer kaputt gemacht? Ich sehe einfach nur eine riesen Rauchwolke. Feuer? Der Rauch geht weg. Es brennt jetzt ein bisschen grün, so sah es gerade aus. Alles, was passiert ist, dass es ein bisschen anders brennt und ein bisschen Zeug in der Gegend rumsteuert, das war's. Okay, cool, fuck it, ich gehe. Es reicht. Ich habe genug getan. Macht euren Scheiß doch alleine. Activate. I wish I could do more for my company. Give me some paperwork to fill out extra marks. Aha, I'm proud of my performance and certain will meet my with approval. I don't care, I'm done here and the union's got my back. Ich will ein bisschen Papierkram, bitte. Ah ja. Bla 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 bla. Please tick the box that best describes the severity of the incident you worked on. Also was beschreibt am besten die Schwere
des Zwischenfalls, an dem ich hier gearbeitet habe, das beste ever Piece of Cake oder Easy. Also die Wahl ist auf jeden Fall, also es war schon Piece of Cake, Piece of Cake war auf jeden Fall schon ein Kinderspiel. Glocke auf, ich bin raus, ich mach Pause. 5 Minuten Zigarettenpause und ich komme nie wieder, weil ich nie wieder da reingehen werde. Feiert. Ich meine, ich bin 26, ich bin jung. Ich finde garantiert noch was anderes, wenn die mich nicht wollen. After running through the hideous aftermath center's rampage, the horror was too much for you, so you left without cleaning properly. Der Horror war zu viel, also bin ich gegangen, ohne sauber aufzuräumen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Das Video ist jetzt leider vorbei. Ich gehe Weihnachtskekse essen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, bla 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 bla. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen hoch, Like-Button aufs Motzorn. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Kriegt er was? Nein, kriegt er nicht. Okay, er kriegt einen, er kriegt unseren Reinhard. Also ich weiß ja nicht, ob ich der Einzige bin, aber das ist ein merkwürdiges Spiel irgendwie. Es fühlt sich komisch an, weil die teilweise hinter uns sind, also hinter unserem Spawn, hinter der Fracht, also ein Großteil von denen ist hinter der Fracht. Warum? Das bringt ihnen nichts beim Verteidigen. Wow, ich habe jetzt fast 40 Minuten meines Lebens sauber gemacht. Virtuell. Dabei könnte ich hier eigentlich in echt sauber machen, denn hier sieht's aus wie Sau. Es ist so schön, dass man den Boden nicht sieht auf der Kamera. Ihr solltet euch freuen darüber.